Ich heiße Anna-Maria Bogner, lebe und arbeite in Düsseldorf. In meiner Arbeit dreht sich alles um das Thema des Raums. Was ist Raum? Was kann Raum? Was macht er? Wie groß ist er? Wie weit ist er? Das sind alles Fragen, die mich so durch die Zeit beschäftigen. Darüber hinaus ist ganz wichtig, wie erfahren wir diesen? Also was sind unsere Zugänge zu räumlicher Erfahrung? Wie erkunden wir Raum? Ein Mittel meiner Arbeit ist, eine Situation zu kreieren. Eine Situation, die dazu einlädt, dass der Betrachter einfach mal losspaziert und für sich entdeckt, was passiert denn mit mir in einem Raum, wo jetzt nicht klar ist, was darf ich, was kann ich, was soll ich. In der Situation jetzt im Kunsthaus ist es tatsächlich so, man läuft einfach mal los, schaut, gleicht ab, schaut, wie flexibel sind unsere Grenzen von Raum. Wie änderlich sind unsere Perspektiven? Kann ich mich vielleicht selber ein bisschen überraschen? Die Linie ist ein Mittel zum Zweck. Also die Linie leitet uns von der ersten Dimension in die zweite Dimension, in die Fläche und von der Fläche in den Raum. Und der Raum, in dem passiert was oder in dem kann entstehen. Und wenn ich fähig bin, mir eine Linie ganz flexibel vorzustellen, wenn sie keine harte Barriere mehr ist, dann kann ich diese Konstruktion von Raum verändern. Dann kann ich zum Bauer meiner eigenen Räume werden.